Entenhausen ist eine friedliche Stadt. Da gibt es zwar Oligarchen wie den Dagobert Duck, da gibt es den hinterhältigen Gustav Ganz, da gibt es die üblen Panzerknacker und manchmal gibt es noch viele andere Fieslinge in Entenhausen, aber im Großen und Ganzen laufen da die Dinge friedlich. Und es gibt fast bei jeder Geschichte ein Happy End. Ob es in der Ukraine ein Happy End gibt, ist noch offen. Da läuft es alles andere als friedlich. Charkiw, Mariupol, viele andere Städte sind keine friedlichen Städte gerade. Die können nur träumen von Zuständen wie in Entenhausen. Wenn es nur so wäre mit dem Happy End wie im Comic, so einfach. Im echten Leben geht es leider oft nicht so friedlich zu. Da ist der Frieden zerbrochen, nicht nur in der Ukraine, auch im Jemen ist Krieg, im Kongo. Es gibt viele Länder, wo Krieg ist und wo unruhig ist. Da ist die Angst, dass auch der Frieden zerbrechen könnte, auch bei uns, habt ihr Konfis auch gesagt. Da ist die Frage, wie kann Frieden werden? Wie kann Frieden bleiben? Wie könnt ihr friedliche Menschen bleiben, liebe Konfis? Das seid ihr ja, friedliche und nette Leute, jedenfalls habe ich euch so kennengelernt, die gern Fußball spielen und die im Sandkasten spielen auf der Konfi-Freizeit. Das war wirklich beeindruckend, muss ich sagen, habe ich noch bei keiner Freizeit erlebt, aber die haben friedlich mit Wasser und Sand gespielt an einem Nachmittag. Wunderbar. Wie kann das so bleiben? Die Friedenstaube passt zu euch. Wie kann das so bleiben? Wie kann es gehen, dass der Frieden euer ganzes Leben prägt, nicht nur mal ein paar Stunden, Wochenende oder Tage? Frieden ist ja nicht erst heute ein Thema, Frieden war schon immer ein Thema. Der Apostel Paulus hat einen Brief geschrieben mal an Christen in einer Stadt, die heißt Kolossä oder hieß damals, die liegt heute in der Türkei, zwischen Izmir und Antalya, war damals ein Teil vom Römischen Reich, hat dazugehört. Da gab es viele christliche Gemeinden und was der Apostel Paulus denen geschrieben hat, was er denen gesagt hat, das ist auch heute noch interessant und wichtig. Ich lese uns das mal vor, das lese ich oft bei Hochzeiten. Das ist zumindest ein Teil daraus, ein ganz beliebter Text für Hochzeiten, passt aber auch zu eurer Konfirmation heute. Ich lese aus dem Kolosserbrief des Apostels Paulus, Kolosser 3, die Verse 12 bis 15. Da schreibt der Apostel: So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leib, regiere in euren Herzen. Und seid dankbar. So schreibt der Apostel Paulus. Wir wollen in drei Schritten ein paar Augenblicke drüber nachdenken, was das uns zu sagen hat. Das erste: Suche Frieden mit Gott. Suche Frieden mit Gott. Vor zwei Wochen, gell, waren wir auf der Konfi-Freizeit in Wildberg. Ihr erinnert euch noch, ist ja auch noch nicht so lange her. Was gibt es Schöneres, als mit anderen, mit Gleichaltrigen, mit Gleichgesinnten so ein Wochenende zu verbringen? Ihr könnt ja nochmals mit übrigens, wenn ihr Lust habt, gell, aufs Konfi-Camp, habe ich euch gesagt, lasst euch das nicht entgehen, meldet euch da an. Ich war als Kind und als Jugendlicher und auch als junger Erwachsener auf ganz vielen Freizeiten, ganz unterschiedlichen Freizeiten. Und an die meisten von denen erinnere ich mich noch irgendwie. Ich erinnere mich zum Beispiel einmal an ein Wochenende, weiß ich noch, da war ich, glaube Anfang 20, haben wir zusammen ein Wochenende verbracht, wir haben zusammen in der Bibel gelesen und dann gab es danach einen Ausflug und wir haben viel miteinander geredet, als wir da unterwegs waren, so unter jungen Leuten geredet über unsere Zukunft, über unseren Weg, was wir wollen und auch die Frage, was Gott von uns will, was Jesus von uns will. Und dann hat mich mitten im Gespräch, die neben mir gelaufen ist,
hat sich umgedreht zu mir und hat mich gefragt, ganz unvermittelt: Matthias, hast du Frieden? Matthias, hast du Frieden? Komische Frage, gell? Weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich da geantwortet habe, aber diese Frage ist mir hängen geblieben: Matthias, hast du Frieden? Was soll diese Frage? Hast du Frieden? Die Friedensfrage stellt sich ja nicht nur im Großen, im Krieg, die stellt sich auch im Kleinen. Auch da, gerade da, wünschen wir uns Frieden in der Familie, hier im Ort, in unseren Städten, in der Gesellschaft. Und dann knallt es doch immer wieder. Und dann fetzt man sich plötzlich und streitet und hört manchmal gar nicht mehr damit auf. Und aus dem Streit wird eine Schlacht, wird ein Krieg, wie jetzt zwischen Johnny Depp und Amber Heard in Amerika, oder? Da wollen wir alle so gern Frieden und dann kracht es erst recht. Weil es manchmal ein sehr oberflächlicher Friede ist, der nach außen schön aussieht und was hermacht. Aber wie sieht es in mir aus? Ist in mir Frieden? Friede, Freude, Eierkuchen, sagen wir manchmal. Aber vor Friede, Freude, Eierkuchen hat schon der Prophet Jeremia im Alten Testament in der Bibel gewarnt und hat seinen Prophetenkollegen vorgeworfen und zu denen gesagt: Sie sagen Friede, Friede, und ist doch kein Friede. Versteht ihr, vom Frieden reden ist nicht schlecht. Und einem friedlichen Land leben ist ganz, ganz viel wert. Das merken wir jetzt erst recht. Aber Frieden haben, im Herzen Frieden haben, ist nochmal was anderes. Frieden haben heißt, mit sich im Reinen sein. Frieden haben heißt, mit Gott im Reinen sein. Frieden haben mit Gott. Wie kriege ich Frieden mit Gott? Hier steht in dem, was der Apostel Paulus schreibt: Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Frieden mit Gott kriege ich durch Christus, durch Jesus. Die Konfis haben das gesagt, die Zoe war es, gell, dass ihnen die Ostergeschichte gefallen hat, sie beeindruckt hat. Viele haben die aufgeschrieben als eine ihrer Lieblingsgeschichten. Jesus ist für uns gestorben, er vergibt uns unsere Sünden, hebt die Trennung auf zwischen uns, zwischen Mensch und Gott. Durch seinen Tod am Kreuz, sagt die Bibel, hat Jesus Frieden gemacht mit Gott. Und wenn ich bei Jesus bin, wenn ich bei Jesus bleibe, wenn ich mit Jesus lebe, wenn ich an ihn glaube, dann kriege ich Frieden mit Gott. Dann weiß ich das und glaube ich das und spüre ich es manchmal auch in meinem Herzen, dass Gott nicht gegen mich ist, sondern für mich ist. Dass er mich liebt, mich will, mich annimmt, egal was kommt, egal was passiert. Weißt du das? Glaubst du das? Verlässt du dich drauf? Hast du Frieden mit Gott? Suche Frieden mit Gott. Das Zweite, lass dich vom Frieden regieren. Regieren heißt leiten. Da geht es jetzt hier in diesem Text nicht um Politiker, nicht um Präsidenten oder Könige oder sowas, sondern da geht es um einen Schiedsrichter eigentlich wie im Sport. Da regiert, da leitet ja der Schiedsrichter, gell? Gestern Abend war das Pokalfinale im Deutschen Fußballbund. Da war es gut, dass ein Schiedsrichter da war, der das gut und souverän geleitet hat, so ein Spiel mit großen Emotionen. Wie leitet er das? Indem er nicht nach seinen Interessen entscheidet, nicht nach seinen Vorlieben, nicht nach seiner Sympathie, auch nicht, weil ihm das leid tut, dass da jetzt er irgendeinen Freistoß oder was geben muss. Der erfindet nicht Kriterien selber, nach denen der pfeift, sondern er hält sich streng und genau an die Regeln, die geltet, und entscheidet immer im Sinne der Regeln. Wenn der Friede Christi unsere Herzen regiert, dann ist der Frieden sozusagen der Schiedsrichter. Der Friede soll mein Herz regieren, soll bestimmen, immer, überall. Der soll meine Gedanken lenken, ich soll friedliche Gedanken haben, der soll meine Entscheidungen beeinflussen. Nicht meine Wünsche, nicht meine Interessen, nicht meine Gefühle, nicht mein Ärger, auch nicht meine große Freude. Der Friede soll bestimmen. Und was das heißt, das sagt der Apostel Paulus direkt vor diesem Satz. Hier steht 5 Dinge. Es geht um Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und
Geduld. Wenn du die hast, dich an diesen fünf Dingen orientierst, wenn ihr euch an diesen fünf Dingen orientiert, dann regiert euch Gottes Frieden. Erbarmen ist Mitgefühl. Dass ich mich in andere reinversetze, frage, was braucht der andere, Verständnis habe, mitfühle mit ihm, mit Leide auch Erbarmen. Freundlichkeit dient auch dem Frieden, dass ich grundsätzlich gut vom anderen denke. Grundsätzlich. Nicht denke, ach, so eine blöde Kuh oder haha, das ist jetzt ein Opfer. Nicht andere dumm anmache. Eines der wichtigsten Gebote für euch, liebe Konfis, habt ihr gesagt, ist das neunte Gebot. Steht relativ weit hinten von den zehn. Aber ihr habt gesagt, es ist das Wichtigste für euch, das neunte. Du sollst nicht Falsches über deinen Mitmenschen sagen. Und die Konfis denken, der Lukas hat uns das vorhin gesagt, und die Konfis denken da meistens ja das gleich mit, oder wir alle denken es vielleicht gleich mit, und auch nichts Schlechtes. Freundlichkeit, Demut, dass ich mich nicht immer für den Besten halte, dass ich nicht immer das Zentrum sein muss, dass sich alles um mich dreht, dass ich nicht meine, ich wüsste alles und ich könnte alles, sondern auch mal auf andere höre und weiß, manchmal kann jemand auch was besser als ich. Und mindestens einer, nämlich Gott, steht immer über mir. Demut. Sanftmut, das vierte, dass ich nicht gleich in die Luft gehe, explodiere, mich empöre, andere anschnauze, dass ich schon klar und deutlich bin in dem, was ich sage. Und auch Dinge sage, aber trotzdem höflich und freundlich. Nicht einfach. Sanftmut und Geduld, das fünfte. Viele Dinge brauchen Zeit. Menschen brauchen Zeit. Zeit lassen für Entscheidungen, für Veränderungen und manchmal Dinge auch aushalten können, das ist Geduld. Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und dann sagt der Apostel noch, und vergeben, wenn jemand einen Fehler macht. Und wenn Gottes Friede mich regiert, dann versuche ich das zu leben, diese Dinge. Da immer besser drin zu werden. Das geht nicht von heute auf morgen, da dreht man nicht einfach einen Schalter rum und dann bin ich ein perfekter Mensch. Nein, da muss ich dran arbeiten, mein Leben lang, da müsst ihr dran arbeiten, liebe Konfis, euer Leben lang. Und in Verbindung bleiben mit Jesus, dass er uns mit seinem Frieden füllt und uns hilft. Lass dich vom Frieden regieren. Und dann das Dritte, sei ein Friedenmacher. Sei ein Friedenmacher. Jesus hat mal gesagt, in einer seiner großen Predigten, in der Bergpredigt, steht in Matthäus 5, glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glücklich die, die Frieden stiften, sie werden Gottes Kinder heißen. Darum geht's, liebe Konfis, heute an eurer Konfirmation, dass ihr Gottes Kinder seid und dass ihr Gottes Kinder bleiben wollt. Das ist auch das, was ihr nachher sagt und zum Ausdruck bringt und schon zum Ausdruck gebracht hat. Jesus sagt, Gottes Kinder sind Friedenstifter. Dazu seid ihr aufgerufen. Dazu sind wir aufgerufen. Dazu sind Christen aufgerufen, der Friede Christi, zu dem ihr berufen, aufgerufen seid, regiere in euren Herzen. Wenn du Frieden hast mit Gott, dann sollst du auch Frieden machen, wo immer es geht. Und wenn du jetzt sagst, ja wie, soll ich jetzt in die Ukraine fahren und da Frieden machen oder nach Moskau und mit Herrn Putin reden? Dann sage ich, und wenn das auch vielleicht gerade nicht dein Job ist, wenn du nicht mitmischst in der ganz großen Politik, für Frieden beten, das kannst du auch, auch hier. Und nicht aggressiv über andere reden, auch nicht über Herrn Putin oder wen auch immer. Nicht beleidigen, das kannst auch du. Und auch sowas macht dich zum Friedensstifter. Und dann braucht es ja auch nicht nur in der Ukraine Friedenmacher, Friedensstifter, sondern auch hier bei uns. Sei ein Friedenmacher in deiner Familie, da, wo du bist, in der Schule, bei der Arbeit, in deinem Verein, wenn es hochhergeht, in deinem Denken, in deinen Worten, in deinen Gesten, sei kein Scharfmacher, sei ein Friedenmacher. Vielleicht kennst du die Geschichte, habe ich bei Anthony de Mello mal gelesen, die Geschichte von dem Passanten, der geht eine Straße entlang und dann kommt plötzlich ein Mann herausgestürzt, herausgestürmt aus einem Hauseingang und er prallt
total gegen diesen Passanten. Und dieser Mann, der da rausgestürzt kommt, ist fürchterlich wütend. Und er schreit diesen Passanten an, beschimpft ihn, beleidigt ihn. Und dann verbeugt sich dieser Passant vor diesem wütenden Mann, der mit ihm schimpft, lächelt ihn an und sagt zu ihm: Ich weiß nicht, wer von uns an diesem Zusammenstoß hier gerade schuld ist. Ich will aber meine kostbare Zeit auch nicht mit der Beantwortung dieser Frage vergeuden. Deshalb, wenn ich schuldig bin, dann entschuldige ich mich hiermit und bitte Sie für meine Unachtsamkeit um Vergebung. Und falls Sie schuld sind, können Sie die Sache einfach vergessen. Dann verbeugt er sich nochmal und geht lächelnd seines Weges. Sei ein Friedenmacher. Liebe Konfis, das wünsche ich euch, dass ihr Friedenmacher sein könnt, dass ihr den Frieden von Gott, den Frieden Christi in eurem Herzen habt, dass er euch bestimmt und dass ihr dann auch da, wo ihr seid und lebt und bei dem, was ihr tut, Friedenmacher sein könnt, dass der Frieden Christi eure Herzen regiert. Amen.